Reamping mit dem XFX 3 als Audio-Interface. Darum geht es in dem heutigen Video. Los geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Reamping. Und wenn du jetzt hier das Video schaust und hast vorher noch kein Video von mir gesehen, schau dir bitte unbedingt mein letztes Video an, der XFX als Audio-Interface, wo ich so die Grundeinstellungen und den ganzen Kram erkläre. Heute in diesem Video geht es nur um das Thema Reamping. So, das wird unheimlich oft gefragt und es ist auch, wenn du im Studio aufnimmst, also wenn du deine Demos aufnimmst oder deine CD aufnimmst, eine richtig, richtig geile Sache und die geht mit dem XFX 3 als Audio-Interface ganz hervorragend. Ja, also es geht eigentlich überhaupt nicht besser. Um dir das zu zeigen, was eigentlich Reamping ist und wie Reamping funktioniert, mache ich dir das jetzt hier mal vor. Mit einem ganz simplen Beispiel. So, aber theoretisch, was ist eigentlich Reamping? Reamping war ursprünglich mal so in der analogen Welt. Du hast die Möglichkeit gewollt, nachdem du eine Gitarre eingespielt hast, das nochmal, also das gleiche Signal nochmal zu hören mit einem anderen Amp-Sound oder mit weniger Verzerrung oder mit mehr Verzerrung oder mit einem anderen Speaker. Ja, also du wolltest die gleiche Spur, die gleiche physikalische Gitarrenspur mit zwei Amps abmischen. Also ein, zum Beispiel ein Mesa Boogie Rectifier und ein Rev Gen 3, was weiß ich. Und die dann mischen später. Aber du wolltest das mit der gleichen Gitarrenspur machen, du wolltest das nicht nochmal einspielen. Oder du wolltest es in Ruhe zu Hause einspielen, mit einem Plugin oder so, und dann später im Studio das Ganze nochmal mit einem richtigen Amp einspielen. So, das ist Reamping und dazu braucht man die cleane Gitarrenspur. Das heißt, du brauchst die Gitarrenspur, die praktisch direkt aus dem Ausgang diese Gitarre irgendwo reingeht. Die hättest du gern direkt ohne irgendwelche Verfälschung aufgenommen. So, das geht ganz einfach mit dem XFX 3. Dazu gehe ich jetzt hier mal auf meine Audiospur, Audio 1. Und dann musst du wählen, Eingänge 5 und 6 oder einen von beiden wählen. Es geht hier Eingang, 5 und 6. Und dann nimmt das Audioprogramm nur das auf, was am Input an deinem XFX, hier bei Instrument Input hinten, ist glaube ich ein bisschen verdeckt durch die Kamera, das was am Instrument Input anliegt, das nimmt jetzt der XFX auf und sonst nichts. Das demonstriere ich dir jetzt. So, wir nehmen das auf, spiele hier einen Riff. Du hörst noch ein Preset, was im XFX aktiv ist, das hörst du, aber das nimmt er nicht auf, das zeige ich dir gleich. So, was der jetzt aufgenommen hat, ist Folgendes. Ja, mehr ist es nicht. Das hat er aufgenommen. Das ist das, was ich gespielt habe. Alles andere kommt als Sound vom XFX. So, aber jetzt hast du jetzt das ja hier in Logic drin. Und was machst du jetzt damit? Das muss ja irgendwie wieder zurück zum XFX, damit er was damit machen kann. Und das haben die so geil bei dem neuen gelöst. Absolut gigantisch. So, ich gehe jetzt hier mal kurz in XEdit. Und damit du das von vorne siehst, werde ich hier nochmal mein Preset, Solo 88, habe ich es einfach gewählt. Preset 83 in Firmware 11. Ein Soldano Solo 88. Preamp ist das, glaube ich. So, jetzt spielen wir das nochmal ab und lassen das laufen. Ich mache es nochmal auf 0 dB. Dass es genauso ist, wie es aufgenommen wurde. Was du jetzt hier machen musst, du gehst auf Input 1, erstmal musst du im Logic was einstellen. Und zwar hast du hier als Output Stereo stehen. Das kannst du jetzt, solltest du jetzt umlegen auf Output 7, 8. So, wenn wir in die Anleitung vom XFX gucken, auf Seite 20 momentan, steht hier Computerausgang 7 und 8. Ziel, Doppelpunkt, der In-U-USB-Block. Da
Das hier erscheinende Signal wird vom Noise Gate des Blocks verarbeitet. Anwendung: zusätzliche DAW-Spuren zum XFX3-Routen, ohne dass Änderungen an Setup.io Audio vorgenommen werden müssen. Absolut perfekt. Also es ging auch über 5.6, aber da müsstest du bei Input auf USB schalten am Gerät. So muss ich das Gerät nicht mal anfassen. Ja, ich muss nicht mal dahinter rennen und irgendwas verstellen. Ich schicke das einfach auf 7.8 und dann geht das an den In-USB-Block. So, nochmal auf X-Edit. Und das wählen wir jetzt hier aus. Statt In-1 wählen wir Input, Input USB. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt das hier raus. So, das Coole ist jetzt, ich editiere jetzt mal hier den Amp rum. Hör mal. Oder Cap. Oh, mein Lieblingsspeaker. Einmal 4 Pick. Weil du kannst hier einfach mal durchsteppen, ja? Oder wie wäre es, wenn wir ein ganz anderes Preset nehmen? Zum Beispiel das Metal. Da müssen wir nur hier dran denken. Input USB und los geht's. Also du kannst jetzt alles im XFX verändern. Und kannst dann diese Spur nochmal neu aufnehmen. Und das geht so. Ich nehme jetzt hier mal mein Audio 3. Ach übrigens, ich kann natürlich den Rhythmus mitlaufen lassen. Ne? Da ich den Rhythmus ja nicht auf hier Output 7.8 geroutet habe, richtigerweise. Das würde so klingen übrigens. Das ist... Jetzt geht der Rhythmus über die Amp-Kette im XFX. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen schalte ich das mal direkt wieder zurück. Output Stereo. Und dann klingt so. Sehr schön. So, aber das wollen wir jetzt aufnehmen. Und dann nehmen wir ganz normal den Input 1. Ja? Den schalten wir der Aufnahme weg. Da schalten wir die Aufnahme an, mal auf 0 dB und gehen jetzt einfach auf Aufnahme. Jetzt guck hier, was passiert. Fertig. So, jetzt kann ich das hier abspielen. Ich mache jetzt mal den hier aus. Sehr schön. So, nehmen wir an, ich will jetzt auf den Kanal, mache ich auch auf Input 1, 2, da hätte ich jetzt gern nochmal das gleiche, was ich gespielt habe, aber mit einem anderen Preset. Zum Beispiel dem hier. Ja? Muss ich hier wieder nicht vergessen. Input USB. Also du siehst jetzt, warum man auch 5.7 nehmen kann. Und das Ganze hier mal einmal global umstellen, weil dann musst du nicht bei jedem Preset das ändern. Ja, dann würde es automatisch gehen. Also wenn du in der DAW, also in Logic oder Cubase oder was auch immer, Computerausgang 5.6 wählst und bei den Input-Settings des XFX auf USB stellst, brauchst du die Presets nicht zu verändern. Und das Ganze, was ich jetzt hier zeige, funktioniert trotzdem. Ich finde es jetzt nur so praktischer, weil ich muss ja einmal hier ein Knöpfchen drücken und dann geht's schon. Hören wir uns mal an, wie das hier klingt. Mit diesem Amp hier. Ja. Also okay.
So, das nehmen wir jetzt auch auf. Record. So, jetzt könnte ich die zwei hier mischen. Ich mache mal das hier aus und könnte die zwei jetzt hier mischen. Ja, der reagiert manchmal nicht. Record aus. So, nochmal. Super, ne? So kann ich jetzt so, wenn meinetwegen 6 Spuren stapeln und die alle zusammen mischen. So, was aber noch eine geile Anwendung ist, und das geht auch, das möchte ich dir jetzt zeigen. Ich lösche die jetzt hier nochmal alle. Nehmen wir mal an, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Sound, den ich jetzt gerade im XFX benutze, der ist, den ich später nehmen will. Aber man weiß ja nie. Ich nehme mal sicherheitshalber die Direktspur auch mit auf. Außerdem bin ich mir auch relativ sicher, dass ich das mit dem Delay, was jetzt hier gerade angeschaltet ist, spielen will. Aber auch da, sicher ist sicher, vielleicht will ich das Delay ja später auch nicht benutzen. So, machen wir hier mal nochmal lauter das Delay, dass man es auch hört. Und jetzt nehme ich mal 3 Spuren. Machen wir hier wieder auf das gleiche Tempo, was auch in der DAW eingestellt ist, 90. So, ein schönes Delay, ne? Das möchte ich aufnehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es später verwenden will. Deswegen mache ich jetzt hier einen Block vor dem Delay, Output 2. Und das verbinde ich hier mit dem letzten Block hier oder zweitletzten Block vor dem Delay. Das heißt, an Out 2, und das kommt an auf Input 3, 4 auf, in der DAW, ist das Amp-Signal ohne Delay auf 7, nee, auf 5, 6, ja, auf 5, 6 ist das trockene Signal. Okay, ich benenne das hier mal, ja. Input, Signal. Hier ist ohne Delay und hier ist Mix. So, hier ist, muss ich anwählen, Input 5, 6, ohne Delay. Ist Out 2, ist Input 3, 4 oder auch nur 3, also 3, 4 ist immer Stereo, 3 ist oder 4 ist dann Mono. Und beim Mix nehme ich Eingang, ja, 1, 2, das war schon richtig eingestellt. Jetzt aktiviere ich alle Aufnahmen. Ich habe übrigens, mein Tipp habe ich noch vergessen zu sagen, Input Monitoring in Logic solltest du ausschalten. Das geht... Hier, irgendwo geht's. Oh, da, Software Monitoring, das solltest du ausschalten. So, und jetzt nehme ich mal alle 3 Spuren auf einmal auf. So, alle 3 aufgenommen. Überprüfen wir mal, ob das auch so richtig war. Ich schalte die Spur auf Solo und mache mal kurz den Drummer aus. Trockenes Signal. Okay, das geht jetzt noch an den XFX. Das machen wir hier auch mal auf, nicht auf Eingang, sondern auf Output Stereo. Ja. Das ist das Signal, was an Input 1 anliegt und sonst nichts. Keine Verarbeitung. Dann hat er hier ohne Delay. Ja, komplett trocken, nur Amp-Sound. Und hier mit Delay. Oder habe ich irgendwas übersteuert?
Aber du hörst, das ist das, was ich dir zeigen wollte. Du kannst also immer alles aufnehmen und dann nachher dich dafür entscheiden, was du denn weiter verwenden möchtest. So geht Reamping mit dem XFX3. Und zwar brauchst du sonst nichts. Du brauchst einfach nur ein USB-Kabel. Ich habe jetzt hier ein 6-Meter-Kabel, das funktioniert. Ja, direkt in den Input von deinem Rechner. Und ganz wichtig, kein USB-Hub verwenden. Direkter Input in den Rechner, vor allem bei Macs auch. Darfst du nicht machen, ja. Und beim PC, vergiss nicht, den Treiber zu installieren. So, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du auch einen Daumen nach unten geben. Ansonsten Kanal abonnieren, Glöckchen drücken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentare immer gerne hier unten und mach's gut. Ciao.